Wasser ist Leben. Wasser formt Landschaft. Täler, Gebirge. In Österreich, in der Steiermark, erzählt das steirische Ennstal davon, wie der stete Fluss der Zeiten es modelliert hat. Es ist ein Land der Kontraste, das ständig in Bewegung ist und doch felsenfest dasteht. Am Mandlingpass erreicht die Enns mit 254 Kilometer der längste Binnenfluss Österreichs, das steirische Oberland. Hier erinnert eine Wehrmauer an die einst umstrittene Grenze zwischen dem Fürsterzbistum Salzburg und der habsburgischen Steiermark. Der Ennstal-Gletscher, der in der Eiszeit das Land bedeckte, hat das steirische Ennstal geformt. Von ungefähr 110.000 bis in etwa 20.000, 18.000 vor heute hat ein riesiges Eisstromnetz das Ennstal bedeckt. Und wenn wir uns vorstellen, über uns ist eine Eisdecke, die in etwa 1.000 Meter mächtig ist, dann haben wir vielleicht eine Vorstellung, was das bedeutet in der Ausdehnung. Schon damals haben zwei mächtige Riesen das Land überragt. Der Dachstein mit 2.995 Metern, der höchste Berg der Steiermark. Und jener, der aufgrund seiner imposanten Erscheinung lange Zeit dafür gehalten wurde, der Grimming, Mons Styrie Altissimus. Sie sind unverrückbare, stumme Zeugen der Gletscherschmelze. Kein Mensch, weder Greis noch Kind, weder Mann noch Weibin, hat je sein unergründliches Geheimnis leibhaft gesehen. So beschreibt Paula Grogger die mythische Dimension des Grimmings. An seinem Fuße hat die steirische Dichterin ihr Leben verbracht. Ihr Geburtshaus in Öblan beheimatet heute ein Museum, das an ihr Werk erinnert. Paula Grogger war nach Peter Rosecker die steirische Heimatdichterin. Berühmt geworden ist sie mit dem Grimmingtor. Es war sehr schwierig, 1926 einen Verleger für dieses Buch zu finden. Es handelt sich nämlich um eine tiefe Liebesgeschichte. Ihr zweites großes Werk war das Festspiel Die Hochzeit. In dem Spiel wird das soziale Leben in der damaligen Zeit dargestellt. Erzherzog Johann ist als Brautführer in Öblan gewesen. Der Pfleger von Gstaad hat geheiratet. Und hier hat er ein heimliches Rendezvous mit Anna Blochl, mit seiner späteren Frau, gehabt. Erzherzog Johann, der Bruder des österreichischen Kaisers, hat ein Museum gegründet, aus dem das steirische Universalmuseum Johanneum hervorging, zu dem auch Schloss Trautenfels im mittleren Ennstal gehört. Im Museum Schloss Trautenfels bewahren wir 40.000 Objekte zur Kultur- und Naturgeschichte der Region. Forschungsprojekte sind unser Auftrag und wir konzipieren Sonderausstellungen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Eine Ausstellung widmet sich der geologischen Entwicklung des steirischen Ennstals und verdeutlicht, dass es immerfort in Bewegung ist. Der Tourismus ist heute gerade zwischen Schladming und Ramsau am Fuße des Dachsteins der bedeutendste Wirtschaftsfaktor. Im Frühling jedoch gehört das Tal sich selbst. Das steirische Ennstal wird liebevoll das 10. Bundesland Österreichs genannt. Ist es in seiner Fläche doch größer als Vorarlberg. Über 125 Kilometer erstreckt es sich quer durch die nördliche Steiermark. Es ist ein Land reich an baulichen Wahrzeichen.
Der eiszeitliche Gletscher hat zahlreiche Feuchtgebiete in Innstal hinterlassen. Bei heftigen Regenfällen saugt das Tettermoor im Untertal, am Fuße der Schladminger Tauern, die großen Wassermengen wie ein Schwamm auf und bremst sie ein. So bietet es einen natürlichen Hochwasserschutz für Schladming. Die weitläufigen Wiesen an der Enns werden bis heute vorwiegend als Streuwiesen genutzt. Die werden nur einmal im Herbst gemäht. So können die meisten Pflanzen ungestört bis zur Samenreife gedeihen, wie hier auf der Irisblütenwiese bei Trautenfels. Wir stehen hier am Ennstalboden, eigentlich dort, wo vor Jahrhunderten wahrscheinlich die Enns geflossen ist. Jetzt fossil, ein alter Altarm, zugeschüttet, zugewachsen. Und weil eben ein feuchter Untergrund da ist, wachsen hier Iris, es wachsen die Trollblumen, die Narzissen der Gegend und viele, viele Heuschrecken und Blumen um uns ergeben die Vielfalt der traditionellen Streuwiese. Das Ennstal und seine Feuchtgebiete sind ein bedeutendes Brut- und Durchzugsgebiet für die gesamte Vogelwelt. So auch die Gamperlacke, ein Altarm der Enns und ein von Auwäldern umgebenes Sumpfgewässer, das heute Europaschutzgebiet ist. Hier hat sich der Waldbaumläufer niedergelassen. Aber nicht nur er, auch die Drossel, der Stieglitz und der Grünspecht kümmern sich hier um ihren Nachwuchs. Der typische Vogel dieses Ennstales wäre das Braunkehlchen. Es findet hier seine Nahrung, Insekten in den feuchten Wiesen, aber jagt sie gerne von Zaunstipfeln aus. Dort sitzen sie, spähen um sich und schauen, wo sind Heuschrecken und stürzen sich auf die. Die Niedermoore sind Heimat einer artenreichen Flora. Die Palette reicht von der gelben Sumpfschwertlilie bis hin zum hochgiftigen, vom Aussterben bedrohten Giftwasserschirling, der mit trügerischem Sellerie-Aroma lockt. Auch abseits der Moore finden sich Raritäten. Der gelbe Frauenschuh am Fuße des Kammgebirges steht unter strengem Naturschutz und darf nicht gepflückt werden. Wenn die Blüten des Ennstals im Mai ihre Pracht entfalten, versammeln sich die Gläubigen des Landes zur Maiandacht. Von Italien aus breitete sich dieser Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter im 18. Jahrhundert weltweit in der katholischen Kirche aus, bis hinein in die letzten Winkel, wie hier bei Gröbming. Die Maiandacht erbittet eine günstige Witterung für das kommende Jahr. Ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften haben Einzug gehalten im Skigebiet am Hauser Kaibling. Im Sommer mähen 900 Schafe die Skipisten. Der Schafbauer Walter Schmiedhofer geht dabei einem Traditionsberuf nach, der hier nicht ausstirbt. Ja, es ist nicht einfach, einen Schäfer oder eine Schäferin zu finden. Aber es gibt immer wieder glückliche Zufälle. Ich habe die Evelyn irgendwie kennengelernt mit ihrer Masterarbeit und habe es dann begeistern können, hier diese Saison am Hauser Kaibling zu verbringen und die Schafe zu betreuen. Ich studiere in Wien und mache jetzt meine Abschlussarbeit, meine Masterarbeit im Zuge des Projektes über Moderhinke und freue mich jetzt, dass ich mein Praktikum auch mit dem verbinden kann und da jetzt die Schäferin sein darf dieses Jahr. Während die junge Studentin ihr Diplom erarbeitet, hat die Gemeinde Haus im Ennstal bereits zahlreiche Auszeichnungen in der Tasche. Der Grund?
ihr Blumenschmuck. Die Ernennung zum schönsten Blumendorf Europas 2014 ist wohl der bisherige Höhepunkt. Überhaupt. Die Gemeinden des Ennstals legen großen Wert auf ein authentisches Erscheinungsbild, wie hier in Öblan. Die Fassaden des einst bis weit über die Landesgrenzen hinaus bedeutenden Kupferbergbauortes sind bis heute unverwechselbar obersteirisch geblieben. Die Menschen haben das mitunter schroffe Land an der Enns schon früh für wirtschaftliche Zwecke erschlossen. Bereits im Mittelalter war die Enns ein bedeutender Transportweg. Gerade im Nationalpark Gesäuse war sie für die Bringung des Holzes, das die obersteirische Eisenindustrie benötigte, unerlässlich. Was heute die Eisenbahn erledigt, war einst lebensgefährlich. Das Leben der Flößer war von harter Arbeit geprägt. Es reichte kaum zum Leben. So wundert es nicht, dass in jener Zeit die Wilderei ihre Hochblüte erlebt hat. Das lose Schwemmen des Holzes, die Holztrift, war die älteste und billigste Form des Transportes auf langen Flussstrecken. Mit sogenannten Fangrächen aus Holz wurde das Triftgut aufgefangen. Bei Hiflau ragen sie noch heute aus der Enz. Ein Modell dieser Rechen ist im Forstmuseum Silvanum in Großreifling zu sehen. Ein Teil von über 1700 Exponaten. Um flussaufwärts Boote mit dem Pferdezug transportieren zu können, wurde 1570 der Treppelweg in der Krippklamm errichtet. Die Mühen, die Mensch und Tier dafür auf sich nehmen mussten, lassen sich nur mehr erahnen. Zahlreiche Hochwasser haben dem Weg bis heute stark zugesetzt. Die Notklamm entlang des Gamsbaches hingegen ist nach wie vor für Wanderer erschlossen. Über den beschwerlichen Weg des Sölkpasses am Rande des Ennstals haben die Säumer schon in der Antike Salz aus der Saline im steirischen Salzkammergut nach Italien geliefert. Im Gegenzug haben sie aus dem Süden Gewürze, Wein und Südfrüchte mitgebracht. Musste die Natur einst im harten Arbeitsalltag stets aufs Neue bezwungen werden, so sucht man die Herausforderungen heute in der Freizeit. Das Klettern auf den schroffen Wänden im Gesäuse sollten nur Geübte in Angriff nehmen, haben dabei doch schon manche ihr Leben gelassen. Davon zeugt der Bergsteigerfriedhof in Jonsbach. 83 Alpinisten haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Nicht hier begraben sind jene Einheimischen, die in den vergangenen 200 Jahren bei Arbeitsunfällen in den Bergen verunglückt sind. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war das Ennstal durch zahlreiche Flussarme, Moore und feuchte Wiesen geprägt. Dann jedoch wurde die Enns begradigt und die Talböden wurden entwässert, um die so gewonnenen Flächen landwirtschaftlich nutzen zu können. Der Verlust vieler wertvoller Lebensräume war die Folge. Das EU-Projekt Life Plus geht heute den umgekehrten Weg, den der Renaturierung. Seitenarme der Enns wurden wieder angebunden, das Flussbett aufgeweitet, um dem Fluss die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten. Sehr zum Wohle seiner gefährdeten und selten gewordenen Bewohner, wie der Esche. Die Natur kann sich wieder erholen im Ennstal. Davon profitiert am Ende auch der Mensch.
Auch die Grieshoflacke bei Admont, ein ehemaliger Altarm der Enns, wurde inmitten des landwirtschaftlich genutzten Talbodens zum Naturschutzgebiet erklärt. Das steirische Ennstal ist reich an Kontrasten und landschaftlicher Vielfalt. Im Talboden des Untertals das Tettermoor. Hoch oben inmitten der Schladminger Tauern der Riesachsee. Die Natur wurde sanft für Wanderer und Erholungssuchende erschlossen. Das Wasser des Riesachsees ergießt sich über die Riesachfälle ins Untertal. Mit einer Gesamthöhe von 140 Metern sind sie die höchsten Wasserfälle der Steiermark. Die Almen über dem Ennstal sind eine Welt für sich. Auf der Reiteralm blüht jetzt der Enzian. Seine bitteren Blüten werden vom Weidevieh tunlichst gemieden. Bei windstillem Wetter spiegelt sich der Dachstein auf der Oberfläche des Spiegelsees. Die Almbäuerinnen vermarkten ihre Produkte meist direkt, ohne Zwischenhändler, wie hier auf der Viehalm. In den Sommermonaten wird die frische Milch direkt weiterverarbeitet. Für den berühmten Steirer Kas würzt die Almbäuerin reifen Topfen mit Salz und Pfeffer. Im sogenannten Kaske reift diese einzigartige Spezialität 6 Wochen heran, ehe sie zum unverzichtbaren Bestandteil einer Ennstaler Almjausen wird. Urige Speisen werden auch in der Rauchkuchel der über 900 Jahre alten Kölbelalm zubereitet. Gut Ding braucht Weile. Das gilt auch für den Schweinsbraten. Indes erklingen draußen typisch steirische Töne beim Jodelunterricht. Jetzt geht's kein weiter. Drei hohe Rübert schneit, hoda ro. Da kommt dann so Abgang noch. Drei hohe Moriba dio im Herr. Was soll ich schreiben? Mir fällt nichts ein in diesen Bergen voll Sonnenschein als Schweigen und selig sein. Ein großer Dichter, sprachlos. Der Ausblick vom Friedenskirchel am Stoderzinken hat 1902 sogar Peter Rossecker die Worte geraubt. Im Tal heißt es jetzt freie Fahrt für die Nostalgie. Bei der dreitägigen Ennstal-Klassik, einer der bekanntesten Oldtimer-Rallys Europas, werden Oldtimer bis Baujahr 1972 zugelassen. Die internationale Rallye ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im Vordergrund steht jedoch die Liebe zu den alten, im wahrsten Sinn des Wortes, Gefährten. Einen sommerlichen Adrenalinkick verspricht die Zipline am Stoderzinken, die größte Seilgleitfluganlage der Alpen.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 Stundenkilometern geht es talwärts. Nicht weniger wagemutig sind die Paragleiter, die sich hier auf der Planaie von der Schafalm aus in die Lüfte erheben. Andere bevorzugen es, dem Treiben zuzuschauen. Bei all den Freizeitaktivitäten im hochalpinen Gelände kann es schon vorkommen, dass der Militärhubschrauber vom Fliegerhorst in Aigen im Ennstal zur Bergung abheben muss. Der Ernstfall muss regelmäßig geübt werden, um den reibungslosen Ablauf einer Rettungsaktion bei Bedarf sicherzustellen. Trotz der Risiken, die die schroffe Bergwelt bereithält, machen sich Tag für Tag Kletterer auf, um das Dachsteinmassiv zu erklimmen. Die Anstrengungen lohnen sich angesichts dieser imposanten Kulisse. Spektakulär sind sie zweifelsohne, die Naturschauspiele im steirischen Ennstal. Das Palfauer Wasserloch ist eine der stärksten Karstquellen Österreichs. Im Schnitt schüttet sie 2000 Liter pro Sekunde. Aus der Felsspalte der Klefferquelle im Naturpark Steirische Eisenwurzen tost das Wasser hervor mit bis zu 10.000 Litern pro Sekunde. Von hier aus wird die Bundeshauptstadt Wien mit Trinkwasser versorgt. In der Eisenwurzen mündet einer der letzten naturbelassenen Flüsse Europas in die Enns, die Salza. Auf 60 Kilometern Länge bietet das wilde Gewässer optimale Bedingungen zum Rafting. Nicht umsonst werden hier die österreichischen Meisterschaften, aber auch Europacup-Bewerbe ausgetragen. Die tiefen Schluchten mit dem Boot zu durchqueren heißt, auch einen Eindruck von jenen Kräften zu gewinnen, die in der Eiszeit die Landschaft geformt haben. Natur, Natur sein lassen, lautet das Motto hier im Nationalpark Gesäuse. Das Besucherzentrum fügt sich trotz oder gerade aufgrund der modernen Architektur harmonisch in die Landschaft ein. Ein lebendiges Bauwerk und eine Ruheoase ist der sogenannte Weidendom. Gleich daneben der begehbare ökologische Fußabdruck, in dem sich einiges über das eigene Verhältnis zur Umwelt lernen lässt. Das Gesäusezentrum bietet auch Raum zur spirituellen Einkehr. Die bunten Glasfenster der Hubertuskapelle in Gstaaderboden hat der bekannte steirische Maler Franz Weiß gestaltet. Die Auenlandschaft an der Enns können Besucher des Nationalparks in der Lettmeierau erkunden. Ihre Bewohner, wie die Bachstelze, lassen sich hier zur Freude des Ornithologen durchaus einmal blicken. In der Mitte des Ennstals hat ein tierischer Bewohner den Bau einer Autobahntrasse verhindert. Der Wachtelkönig. Der stark gefährdete Vogel hat beispielsweise in den Rosswiesen
einen gesicherten Lebensraum. Naturschützer haben sich für die Tiere eingesetzt. Die Weibchen sind zwar unglaublich scheu, aber sie führen jetzt Junge. Und manchmal sind sie hier schon bis 3 Meter an die Hütte herangekommen. Die Männchen sind sehr aggressiv, sie krähen ununterbrochen. Ja, da ist ein Wachtelkönigmännchen. So ein Glück. Das wirtschaftliche Zentrum des steirischen Ennstals ist Liezen. Die Stadt mit 8000 Einwohnern ist Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, der flächenmäßig der größte Österreichs ist. Liezen ist heute vor allem eines: Bildungs- und Industriestadt. Mit rund 800 Beschäftigten ist die Maschinenfabrik Liezen und Gießerei der größte Arbeitgeber der Stadt. Bereits seit 1939 besteht das Unternehmen, das Kunden rund um den Globus beliefert. Der Spezialist für Maschinen- und Anlagenbau sowie Stahlguss setzt heute auch auf moderne Robotertechnik. Die Arbeitskräfte von morgen werden in der betriebseigenen Lehrwerkstatt ausgebildet. Bis zum schweren Grubenunglück 1998 war das Talkum-Bergwerk in Lassing der wichtigste Arbeitgeber im Bezirk. Heute erinnert eine Gedenkstätte an die größte Bergwerkskatastrophe der Zweiten Republik. Das geistliche Zentrum des Ennstals ist das 1074 gegründete Benediktinerstift Admont, das älteste Kloster der Steiermark. Herzstück der barocken Anlage ist die Klosterbibliothek. Von den Ausmaßen her ist die Admonter Stiftsbibliothek die größte Klosterbibliothek der Welt, nicht jedoch vom Buchbestand. In diesen Räumlichkeiten, in diesen Barocken, finden sich etwa 60.000 Bücher. Und wenn man alles zusammenzählt, haben wir hier in Admont an die 200.000 Bücher aus verschiedenen Jahrhunderten. Mit der Erschließung des Ennstals durch die Eisenbahn 1875 begann für Schladming der Aufstieg zum Tourismus- und Wintersportzentrum. Heute sorgen in der Region Schladming-Dachstein Nächtigungszahlen weit über der Millionenmarke für den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt, die bei all dem Andrang ihre Beschaulichkeit nie verloren hat. Ein Traditionsbetrieb im Ort ist die Schladminger Brauerei. 1909 als erste alpenländische Volksbrauerei gegründet, werden hier jährlich über 4,8 Millionen Gläser und über 1,2 Millionen Flaschen Bier produziert. Als Durstlöscher nicht nur für Wanderer der Region, wie hier auf der Krummholzhütte am Hauser Kalbling. Auch die Steiermark hat ihren Bodensee. Und der liegt hier im Ennstal inmitten der Schladminger Tauern in einem Naturschutzgebiet, das einmal mehr die imposante Macht des Wassers zur Schau stellt. Im Talboden bei Aigen im Ennstal befindet sich der Putterer See, ein Badesee, der seine Wasserqualität dem moorigen Untergrund verdankt. In Irtningen eröffnet der Skulpturenpark das Spannungsfeld zwischen zeitgenössischer Kunst und alpin-ländlichem Setting. Musikalische Innovationsfreude vor historischer Kulisse bestimmt das Musikfestival auf der Burg St. Gallen,
das alljährlich den Ausklang des Sommers einleitet. Spätsommerlicher Tagesanbruch auf der Kaltenbachalm am Sölkpass. Die Rinder werden festlich geschmückt zum Zeichen, dass sie alle den mitunter harten Almsommer im unwegsamen Gelände gut überstanden haben. Der Almabtrieb, ein letztes mühsames Unterfangen für Mensch und Tier. Noch einmal geht es über Stock und Stein. Unten im Tal warten bereits die heimatlichen Stallungen auf das Vieh. Im Untertal ist die Zeit der Heuernte gekommen. Der Herbst hat das steirische Ennstal erreicht und offenbart die mystischen Dimensionen des Landes. Jetzt präsentieren sich die Feuchtgebiete von ihrer wohl schönsten Seite, wie hier das Pürgschachenmoor. Es ist eine Zeit des Übergangs, des Wartens auf die Kälte. In einen satten und prächtigen Farbmantel gehüllt, ist das Land bereit für den ersten Schnee. Hier im steirischen Ennstal kommt er noch mit Gewissheit und mit ihm der Winter. Die Zeit zwischen Wander- und Skisaison verschafft dem Land eine Atempause. Die Menschen im Ennstal haben sich in die wohligen Stuben zurückgezogen, wie hier im malerischen Pürg, das von Peter Rosecker als das Krippel der Steiermark bezeichnet wurde. Hier sorgt eine unvergleichliche Landschaftskrippe mit rund 1000 aus Holz geschnitzten Figuren für vorweihnachtliche Stimmung. Der Advent in Pürg lockt jährlich zahlreiche Besucher in den Ort. In den Stuben haben die Menschen alle Hände voll zu tun. Wie hier beim generationsübergreifenden Keksebacken. Es ist die Zeit des Kunsthandwerks. Fingerfertigkeit und Detailverliebtheit sind bei der Schmuckherstellung genauso gefragt wie beim Klöppeln der echten Spitze. Auch das Handwerk des Besenmachers hat Tradition. Überhaupt, Brauchtum erlebt heute im steirischen Ennstal eine Renaissance. Was im Ennstal besonders ist, dass wirklich junge Menschen sich wieder dieses Themas annehmen und das auch leben. Nachdem sich alle in die kunstvolle Schale geworfen haben, macht sich der Nikolaus mit dem Krampussen und seinem Knecht, dem Moosmandel, in Raunberg auf den Weg von Haus zu Haus, um die schlimmen Kinder zu ermahnen und die Braven mit seinen Gabensackern zu belohnen.
meinen Sachen schwer. Und von sehr weit komme ich her, bringe jedem braven Kind eine Kleinigkeit geschwind. Die Krampusse machen am 5. Dezember das gesamte Ennstal unsicher. Allerorts wie hier in Erdning finden am Abend historisch überlieferte Nicolo- und Krampusspiele statt. Ah, ihr Menschen auf Erden, sieben Teufel dienen ihren Herrn und ihr folgt ihrer Versuchung gern. Das macht den großen Lucifer so wild. In Donnersbach hat der Kunstschmied rechtzeitig damit begonnen, seinen Beitrag für eine weitere winterliche Tradition zu leisten. Schmiedeeiserne Glocken für den Glöcklerlauf in Steinach. Der Brauch wurde in den 1930er Jahren aus dem Salzkammergut ins Ennstal gebracht. Die Glöckler sollen am 5. Jänner die bösen Mächte am Ende der Rauhnächte verjagen und ein gesundes und fruchtbares neues Jahr einläuten. Oder, wie Paula Grogger einst meinte, sie wollen alle Wesen und Unrein erlösen. Auch die Perchten, die am selben Abend in Alt-Erdening von Haus zu Haus ziehen, reinigen die Stuben von den dunklen Geistern des vergangenen Jahres. Das neue Jahr im steirischen Ennstal ist noch jung. Auch mit religiösem Brauchtum wird es willkommen geheißen. Wir kommen mit Freude, Segen und Frieden zu bringen. Kaspar, Melchior und Balthasar ziehen am Dreikönigstag durch Haus im Ennstal, um für karitative Projekte Spenden zu sammeln und die Häuser zu segnen. Danke. Das Ennstal ist längst touristisch erschlossen. Bis hinauf auf die höchsten Gipfel. Die Panoramagondel bringt Besucher zu den Gletscherwelten des Dachsteinmassivs. Hier oben hat man alles getan, um den Gästen atemberaubende Weit- und Tiefblicke bieten zu können. Für den Bau der 100 Meter langen Hängebrücke wurden 63 Tonnen Stahl auf den Berg gebracht. Die Brücke führt zur Treppe ins Nichts. Die ermöglicht eine beeindruckende Aussicht. Sechs Meter unter der gewaltigen Eisdecke des Gletschers wurde mit dem Eispalast eine Welt erschaffen, die mit ihren Farb- und Lichtspielen für Staunen sorgt. Danke. Auf der Eisdecke des Steirischen Bodensees geht eine Gruppe aus den umliegenden Dörfern einem alten Volkssport nach, dem Eisstockschießen. Und das stilecht im Schladmiger Lodenjanker. Gefertigt wird die Tracht in Mandling von einem Familienunternehmen, das 1888 als kleine Lodenwalke am Fuße des Dachsteins gegründet wurde. Ganze 40 Arbeitsschritte sind notwendig, um aus der Rohwolle fertigen Loden zu machen. Musik
Das Herzstück des Betriebs ist die alte Hammerwalke, die seit Anbeginn ihre Arbeit verrichtet. Loden gilt als unverwüstlich und wurde längst von internationalen Modedesignern entdeckt. Tradition ist heute Trend. Das gilt wohl auch für den Wintersport, der hier im Ennstal nie aus der Mode kommen wird. Die Ramsau bietet vor allem eins: die bekanntesten Langlaufloipen Österreichs mit einer Länge von 220 Kilometern. 1999 war die Region Austragungsort der nordischen Skiweltmeisterschaften, bei denen die österreichische Staffel sogar Gold holen konnte. Die Hochwurzen am nördlichen Rand der Schladminger Tauern lässt sich bei einer winterlichen Wanderung mit den Schneeschuhen erkunden. Gastfreundschaft hoch über dem steirischen Ennstal. Wohin man auch schaut. Inmitten der alpinen Kulisse ist der Wintertourismus das Zugpferd des wirtschaftlichen Erfolgs im Land. Die Infrastruktur wurde beständig erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Bei der Bewirtung setzt man auf uriges Ambiente und charakteristische Verpflegung wie Kaiserschmarrn. Was wäre der Wintertourismus über dem Ennstal ohne das Skifahren? Zwar Bretteln und auch gefühliger Schnee, Juche. Mehr braucht es nicht zum Vergnügen. Ob hier am Hauser Kaibling oder auf der benachbarten Planei. 1953 wurde der erste Schlepplift auf dem Gipfel des Schladminger Hausberges errichtet. Die Planei, der Hauser Kaibling, die Hochwurzen und die Reiteralm bilden heute eine Vierberge-Skischaukel mit 124 Pistenkilometern und 47 Seilbahnen. Trotz touristischer Inszenierung hat man sich hier die Herzlichkeit bewahrt. Schneesicherheit zeichnet die Skigebiete des gesamten Ennstals aus. So auch die Planei, die 1982 und 2013 Austragungsort der alpinen Skiweltmeisterschaften war und bis in die späten Abendstunden hinein befahren werden kann. Winter beweist Ausdauer im steirischen Ennstal. Nur ganz langsam wird er dem Frühjahr weichen und die Vielfalt des Landes zur Gänze preisgeben. Hier hat man sich immer Zeit gelassen. So bedächtig wie die Enns ihr Tal geformt hat, so behutsam entwickeln die Menschen es weiter. Aus bewährter Tradition wird hier bewahrende Zukunft.